Herzlich willkommen bei Holzwägen TV. Ich möchte Ihnen die Drechselfutter vorstellen. Futter, die wir benötigen, um zum Beispiel Schalen zu drechseln. Für viele ist es ein Buch mit 7 Siegeln und ich möchte da ein bisschen Licht hineinbringen. Der Ursprung der heute modernen Drechselfutter liegt im Metallhandwerk. Für das Metallhandwerk wurden 3 oder auch 4 Backenfutter entwickelt, die dann natürlich auch sehr gerne von den Drechslern übernommen wurden. Allerdings eben auch mit fatalen Nachteilen. Ja, wir haben hier sehr schmale, dünne Backen, gerade Backen. Und wenn ich jetzt das Werkstück sicher auf dem Futter verankern wollte, musste ich das Futter fest zudrehen. Dadurch drückten sich diese schmalen, dünnen Backen in das Holz. Ich habe also Druckstellen im Holz. Aber es geht noch schlimmer. Diese Druckstellen sind unterschiedlich tief in dem Holz, unterschiedlich im Stirnholz und anders eben auch im Langholz. Ja, ich habe also nur einen relativ unzulänglichen Halt und ich habe keine Präzision mehr. Vor etwa 45 Jahren hat man dann aus diesen Metallerfuttern die modernen Drechselfutter entwickelt. Man hat also hier diese schmalen, starren Backen hat man entfernt und hat sogenannte Grundbacken eingeschoben. Grundbacken hier mit 2 Gewindebohrungen. Über diese 2 Gewindebohrungen konnte ich dann mittels Schrauben sogenannte Aufsatzbacken auf dem Futter befestigen. Da gibt es natürlich größere, kleinere, höhere, niedrigere Backen. Für jeden Zweck kann man entsprechend sich die Backen besorgen. Der Unterschied ist jetzt gravierend. Wir haben jetzt eine ringsum anliegende Druckfläche. Wir haben also eine sehr große Druckfläche. Und wenn man die Backenform anschaut, dann sieht man hier sehr deutlich Schwalbenschwanzform. Ja, diese Schwalbenschwanzform ist dem Schreiner natürlich gut bekannt, also sehr haltbare Verbindung, zum Beispiel bei Schubladen. Ja. Und wenn ich jetzt an das Werkstück selber auch diese Schräge übertrage, dann habe ich natürlich einen fantastischen Verschluss. Selbst wenn das Futter noch nicht ganz fest zugedreht ist, kann sich das Werkstück aus dem Futter nicht mehr lösen. Und wenn ich jetzt noch etwas fester zudrücke, dann habe ich natürlich einen optimalen Halt. Was allerdings den wenigsten bekannt ist, dass ich sehr präzise arbeiten muss. Ja, oft steht in den Beschreibungen für diese Futter, dass man einen Spannweg von bis nutzen kann. Das ist in dem Fall eben nicht so. Wir müssen, ich sage immer millimetergenau, den Durchmesser auf die entsprechenden Backen abstimmen. Den Durchmesser vom Fuß oder auch vom Rezess. Der Grund, warum ich den Fuß- oder Rezessdurchmesser nicht frei wählen kann, liegt an den Backen. Der Radius an den Backen ändert sich ja nicht, wenn ich den Durchmesser hier am Werkstück verändere. Ja, und dann entsteht zum Beispiel hier diese Situation. Es drücken sich die Ecken von den Backen in das Holz. Ich habe die gleiche Problematik wie beim Metallerfutter. Die Ecken drücken sich in das Holz, aber eben unterschiedlich tief. Ich habe einen sehr unzulänglichen Halt und keinen Rundlauf mehr. Deshalb muss der Fuß, sprich auch der Rezess, sehr präzise, millimetergenau an den Backenradius angepasst werden. Während bei den verschiedenen Backen, aber auch bei den Backenherstellern unterschiedliche Durchmesser zum Tragen kommen, hat sich doch eine Konstante gebildet, nämlich hier diese Schräge von dem Schwalbenschwanz. Die beträgt nämlich genau 15 Grad und das durchgehend bei allen Herstellern und
bei den Schwalbenschwanzbacken. Es gibt ja andere Backen auch. Natürlich muss ich diese 15 Grad auf mein Werkstück übertragen, auf den Fuß oder eben auch auf den Rezess. Mache ich das nicht, habe ich keinen vollen Flächendruck, sondern nur die Ecken der Backen drücken an das Holz oder die Backen drücken an die Ecken des Holzes. Ja? Und dann habe ich also keine flächige Spannkraft mehr. Ja? Deshalb muss man da also sehr stark darauf achten, dass diese 15 Grad auch exakt auf das Werkstück übertragen werden. Um jetzt das richtige Maß zu ermitteln, das wir hier für den Fuß, also sprich spannend, oder den Rezess spreizend, ich kann das Futter ja in beiden Richtungen spannen und spreizen, ja. Um da jetzt das richtige Maß zu ermitteln, muss ich das entweder ausmessen, also das Futter in eine runde Position bringen und dann entsprechend ausmessen, oder ich bediene mich des Internets. Viele Futterhersteller, aber auch Händler haben inzwischen technische Zeichnungen zum Download und dann kann man eben diese Maße entsprechend anwenden. Ich habe jetzt hier die passende technische Zeichnung für diese Futterbackensituation. Ja, und dann sieht man eben sehr schön, wir haben einen Außendurchmesser von 100 mm. Also der Rezess sollte am weitesten Punkt 100 mm betragen. Ja, das wäre dann, also der Rezess geht ja unten nach innen, ja, also innen unten. Ja, zum Spannen haben wir hier diese 60 mm hier oben an der Backenkante. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, je nach Fuß oder auch Rezesstiefe verändert sich durch diese Schräge das Maß. Ja, wenn ich also vernünftig messen will, dann brauche ich im Prinzip beim Fuß das Standmaß, also das Maß, den Durchmesser von der Standfläche. Da kann man dann vernünftig mit dem Meterstab dann eben auch messen. Also muss ich wissen, um wie viel verändert sich der Durchmesser der Standfläche im Verhältnis oder eben also zur Fußhöhe. Ich muss mir errechnen, um wie viel Millimeter wird der Fuß größer, wenn er einen Millimeter höher wird. Ja? Und diese Rechnung lautet 0,55 mm bei 15 Grad schräge Schwalbenschwanz. 0,5 mm. Wenn ich jetzt also sage, ich habe hier 60 mm Spanndurchmesser, dann muss ich pro Millimeter Fußhöhe mal 0,55 dazu rechnen. Nur zum Beispiel, wenn ich einen 6 mm hohen Fuß mache, dann kommen zu diesen 60 mm Grundmaß noch 6 mal 0,55 mm. Das sind dann 3,3 mm. Also hat der Fuß ein Endmaß oben, also an der Standfläche von 63,3 mm. Das wäre das optimale Maß. Ja, in Verbindung mit der richtigen Schräge habe ich dann eben ein vernünftiger, ein fester und einen sicheren Halt, ja, und eben auch mit allerhöchster Präzision. Ich habe jetzt gerade bei meinem Beispiel 6 mm Fußhöhe angesagt. Das hat seinen Grund. Diese Backen hier, die sind hier von der Backenschulter bis zum Backengrund 7 mm tief. Und man sollte auf keinen Fall bei einem Fuß oder eben auch Zapfen, wie manche sagen, den Zapfenboden am Backengrund aufstehen lassen, sondern man sollte die Schalenunterseite bei einer Schale, ja, auf der Backenschulter aufsitzen lassen, so dass man nach unten hin zum Backengrund noch mindestens einen Millimeter Luft hat. Natürlich kann ich auch 4 mm, natürlich kann ich auch 3 mm wählen. Aber auf keinen Fall sollte der Backengrund berührt werden.
Beim Rezess verhält sich's ähnlich. Auch der Rezess, also sprich die Öffnung, in die ich das Futter einsetze und dann spreiz, da sollten die Backenschultern im Rezess grundauf sitzen. Ja, ist auch also ein ganz wichtiger Punkt. Es trägt sehr viel zur Präzision, aber auch zum sicheren Halt bei. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Die endgültige Fußhöhe oder Rezesstiefe ist natürlich auch abhängig vom Werkstück. Habe ich ein größeres Werkstück, ja, dann brauche ich auch ein bisschen einen stabileren Fuß. Also dann werde ich da nicht gerade mit 3 mm Fußhöhe arbeiten, sondern werde diese 6 mm natürlich dann vollends ausnutzen. Aber auch der Fußdurchmesser sollte natürlich dem Werkstück angepasst sein. Ich kann nicht 40 cm Durchmesser Schale mit 6,5 oder 63 mm Fuß drechseln. Der Fuß würde unweigerlich abbrechen. Also hier sollte man dann schon mindestens einen Fuß von etwa ab 10 cm aufwärts einplanen. Ja, also da muss man immer so ein bisschen im Verhältnis arbeiten. Natürlich spielt auch die Holzart eine Rolle. Ja, wenn ich ein leicht spaltbares Nadelholz habe, dann muss ich alles ein bisschen kräftiger auslegen, wie wenn ich ein festes, dichtes Hartholz habe. Da kann man dann also auch ein bisschen filigraner arbeiten. Also da muss man natürlich mit der Zeit auch ein bisschen Erfahrungen sammeln, aber generell gilt, je größer das Projekt oder je größer das Objekt, ja, umso kräftiger, umso größer sollte auch der Fuß gestaltet sein oder eben auch der Rezess. Damit Sie so ein Futter besser verstehen, habe ich hier dieses Futter mal zerlegt in seine Einzelteile. Ja, der Grundkörper, hier ein überdrehtes und gefrästes Eisenteil mit seinen entsprechenden Gewindelöchern und Bohrungen. Das ist also die Basis. Das Herzstück eines jeden Futters ist hier diese Schneckenspirale. Diese Schneckenspirale bewirkt, wenn man sie dreht, dass die Backen in sich schließen oder eben, wenn man es andersrum dreht, dass sie spreizend auseinandergehen. Ja, die Backen werden hier in diesen Nuten geführt und die können also nicht ausweichen, die können dann nur in die eine oder in die andere Richtung, je nachdem, wie ich die Schnecke drehe. Damit sich die Schnecke dreht, hat die auf der anderen Seite einen sogenannten Zahnkranz. Und in diesen Zahnkranz greifen die Antriebe ein. Und wenn ich jetzt diese Antriebe mit dem Schlüssel drehe, dreht sich der Zahnkranz in die eine oder in die andere Richtung. Dann wird das ganze Futter, der Grundfutterkörper, verschlossen mit dem Deckel. Zum Schluss kommt von hinten noch der Flansch drauf. Der Flansch hat entsprechend dem Spindelgewinde der Drehbank eben ein entsprechendes Innengewinde. Standard ist heute die alte DIN 800, die besagt, dass der Gewindedurchmesser 33 mm ist und die Gewindesteigung 3,5 mm. Ja. Und da haben sich inzwischen Gott sei Dank die Drehbankhersteller auch alle geeinigt. Das war früher ein riesengroßes Durcheinander, da hat jeder sein eigenes Gewinde gehabt. Damit man versteht, wie alle diese Teile ineinander greifen, baue ich jetzt das Futter wieder zusammen. Dazu drehe ich den Futterkörper auf den Kopf und nehme jetzt hier das Schneckengewinde auf der Rückseite mit dem Zahnkranz, lege das jetzt hier ein, mit der Schneckenseite natürlich zu den Backen hin, mit der Zahnkranzseite zu den Öffnungen hin. Und das geht jetzt sehr präzise, das kann sein, dass man da also auch klopftechnisch ein bisschen nachhelfen muss. Vorsichtig natürlich.
muss natürlich alles sehr präzise sein, weil das macht dann letztendlich auch die Präzision von dem Futter aus. So, jetzt hört sich das ganz gut an. Schauen wir mal. Ja, wenn das dann entsprechend unten sitzt, dann kann ich den Antrieb hier einschieben, der in den Zahnkranz eingreift. Und der Antrieb wird jetzt hier durch so einen Bolzen gesichert. Der Bolzen greift hier seitlich in die Nut von dem Zahnkranz, von dem Antrieb ein und sichert damit den Antrieb, dass der nicht rausfällt. So. Einmal die andere Seite. Zum Schluss kommt dann der Deckel drauf, der die ganze Sache verschließt. Der hat hier zwei Öffnungen. Diese Öffnungen sind hier am Antrieb zu positionieren. Dann die vier Schrauben ansetzen. Und ich muss jetzt darauf achten, dass die Schrauben nicht fest angezogen werden. Wenn ich die fest anziehe, lässt sich das Schneckengetriebe nicht mehr bewegen. So, dann eine kurze Kontrolle wieder, ob sich alles auch bewegt. Wunderbar. Jetzt können wir das Futter wieder umdrehen und die Backen einsetzen. Die Backen haben Nummern. Die sind hier in dem Fall jetzt stirnseitig angebracht, von 1 bis 4. Manchmal sind sie auch hier in der Nut angebracht, aber irgendwo ist auf jeden Fall immer eine Nummer. Ja. Und ich beginne jetzt mit der Nummer 1. Hier die Nummer 1. Und die wird in die Öffnung Nummer 1 geschoben. Auch hier auf dem Futter ist nummeriert. Manchmal hier innen drin, manchmal auch hier oben drauf oder seitlich. Und jetzt drehe ich hier das Futter so weit, bis hier der äußerste Zahnkranz, also bis der die äußerste Schiene hier beginnt, wieder zurück und schiebe jetzt hier Backen Nummer 1 ein. So. Das Futter ist noch etwas neu, deswegen noch ein ganz kleines bisschen schwergängig. So. Bevor jetzt der Zahnkranz am Öffnung Nummer 2 vorbeisaust, schiebe ich auch hier den Backen ein und fädle jetzt so nacheinander Backen für Backen in dem Futter auf. Backen Nummer 3. Ja. Und Backen Nummer 4. Ja, jeder Backen hat seine eigene Position auf dem Zahnkranz, ist klar. Der verjüngt sich ja nach innen. Und deswegen muss also wirklich auch jeder Backen in sein eigenes Fach eingeschoben werden. Wenn ich jetzt das Futter ganz zusammenschraube, dann habe ich natürlich die Kontrolle, ob das auch wirklich alles so passt. Ja, man sieht jetzt schon, das passt. Die laufen wirklich sehr schön zueinander zusammen. So, zum Schluss wird dann der Flansch aufgeschraubt. Der Flansch hat hier einen Absatz und hier also präzise
einen präzisen Durchmesser, der hier in dem Futter eingreift, damit es später auch alles wunderbar zentrisch läuft. Dann suche ich jetzt die entsprechenden Befestigungslöcher, kann hier die Schrauben einsetzen. Und dann festziehen. So, hier dürfen wir jetzt wieder kräftig anziehen, die Schrauben. So. Ja. So greifen alle Teile ineinander und es entsteht ein präzises Futter zum Drechseln. So, sind alle Backen zentrisch zueinander montiert, können jetzt auf diese Grundbacken sogenannte Aufsatzbacken aufgeschraubt werden. Die gibt es natürlich in sehr vielen unterschiedlichen Ausführungen, größere, kleinere, höhere, niedrigere, gezackt, gezahnt und sonst was. Also für jeden Zweck, sage ich immer, bekommt man auch die entsprechenden Aufsatzbacken. Leider passen die Backen nicht oft zueinander. Also je nach Futterhersteller, die sind also nicht untereinander kompatibel. Also da sollte man dann irgendwann beim System bleiben. Ja, ich habe hier jetzt zum Beispiel diese Aufsatzbacken, die ich vorhin schon erwähnt habe, die einen 63,3 mm Fuß benötigen. Ich habe hier größere Backen, ja. Ich habe aber auch kleinere Backen und das geht dann hin bis zu solchen Planscheibensegmenten, die man in der Drechslerei auch gerne benutzt. Ja, um zum Beispiel an Schalen unten den Rezess oder den Fuß nachzuarbeiten oder ganz zu entfernen. Also da sind diese Planscheibensegmente eine sehr große Hilfe. Also auch sowas kann man über die Schrauben auf dem Backen dann befestigen. Noch etwas. Die Grundbacken haben Nummern. Aber auch die Aufsatzbacken sind sehr oft mit Nummern versehen. Und da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Viele sagen, also der Backen Nummer 4 muss auch auf den Grundbacken Nummer 4. Das ist eigentlich eher ein Relikt bei der Drechslerei. Im Metallhandwerk allerdings noch durchaus üblich. Bei Hochpräzisionsfuttern werden die Backen auf das entsprechende Futter aufgeschraubt und auf diesem Futter bearbeitet und überdreht. Und somit erzielt man natürlich eine allerhöchste Präzision. Dazu ist es dann aber auch notwendig, dass die Backen wieder zugeordnet auf die entsprechenden Grundbacken werden können. In der Drechslerei ist es nicht mehr der Fall. Diese Aufsatzbacken werden heute in aller Regel CNC-technisch einzeln gefertigt. Ja. Nur um eine gewisse, wie sagt man, Tradition zu wahren, werden dann trotzdem immer noch die Nummern aufgestempelt. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Viererbacken auf dem Grundbacken 4 drauf sitzt. Der kann durchaus auch auf 2 oder 1 sitzen. Sie haben mich sicher schon vielfach in meinen anderen Filmen mit diesen Futtern und mit diesen Aufsatzbacken arbeiten sehen. Ich wollte Ihnen zeigen, auf was es ankommt, was wichtig ist, ja, dass man eben eine präzise, eine sichere Spannung erreicht. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen bei Holzwerken TV. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch.
Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.